wenn man so etwas macht wie hier bei Strong Move, braucht man nie Rollator, braucht man nie andere Hilfsmittel. Ich heiße Rumjana Taslakova, ich bin 79 Jahre alt und war Journalistin. Meine Lebensqualität hat sich verbessert, nicht nur durch die Übungen, sondern auch durch die Empfehlungen, was ich essen soll, wie ich im Alltag mich verhalten soll, was ich noch sonst machen könnte, dass ich mehr gehe, dass ich mal zu Hause auch mal ein bisschen übe. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Für mich ist auch sehr wichtig, dass alles, was ich hier mache, nicht nur rein physisch ist, sondern dass ich das auf verschiedenen medizinischen und gesundheitlichen Regeln von euch fußt. Das ist für mich sehr wichtig, weil das ist auch in meiner Freizeit von großem Nutzen. Für mich war das Größte, dass ich mich sehr gut fühle, dass ich im Vergleich mit meinen Freundinnen viel fitter bin. Die müssen immer den Aufzug nehmen, die auf der Straße mit Wägelchen gehen oder mit Rollator und die sich eigentlich auch geistig aufgegeben haben. Wichtig ist auch hier das Mentale, was mir vermittelt wird. Auch wenn ich reise, merke ich, dass ich fitter bin als die anderen. Ich merke, dass ich nicht müde werde, wenn ich in fremden Städten bin und lange gehen muss. Auch zum Beispiel in Bulgarien, wo die Straßen so schlecht sind, das macht mir nichts mehr aus. Und ich komme jedes Mal raus hier irgendwie glücklicher, energischer und zufriedener mit mir. Ich würde es allen meinen Freundinnen und Freunden empfehlen. Ich würde es auch vielen Menschen empfehlen, dass sie viel früher als ich anfangen. Ich habe erst nach dem Rentensein angefangen, sowas zu machen. Das war zu spät. Deswegen waren meine vielleicht Fortschritte nicht so schnell, wie ich sie gerne hätte. Und ich würde sagen, wenn jemand will, dass er im Alter fit ist, dass er alles unternehmen kann, dass er reisen kann, dass er sich viele Sachen gestatten kann, muss er machen. Und ich sage, wenn man so etwas macht wie hier bei Strong Move, braucht man nie Rollator, braucht man nie andere Hilfsmittel.